Ein Gast heute in der Landesschau, der begeistert seit Jahrzehnten mit seiner Stimme und seinen Liedern die ganze Nation. Kaum ein Schlagersänger hat sein Publikum so sehr mit guter Laune infiziert wie der sympathische Baden-Badener. Schöne Mai, hast du heute für mich Zeit? Toni Marshall, die schöne Maid, machte ihn 1971 zum Schlagerstar. Es folgte Hit auf Hit. 8000 Mal stand der studierte Opernsänger seither auf der Bühne. Toni Marshall ist aber auch Familienmensch und weil er so gar nicht ans Aufhören denkt, heißt sein neues Album auch Senioren sind nur zu früh geboren. Wir gehen kein Jahr verloren. Zarte 80 Jahre jung. Herzlich willkommen bei uns in der Landesschau. Hallo. Dankeschön für die Einladung. Glückwunsch nochmal nachträglich. Wir haben Sie ja schon gebührend gefeiert, auch mit einem Film hier bei uns in der Landesschau. Ja. Wir haben mal nachgezählt, im März stehen allein 15 Konzerte an. Das geht hoch bis nach Dänemark. Mit Verlaub, Herr Marshall, wie ist das zu machen? Wie ist das durchzustehen? Ja, ich habe wunderbare Söhne. Der Marc ist ja ständig unterwegs, mehr als der Papa. Mhm. Aber der Pascal, der moderiert und singt mit seinem Papa als Duo, Toni Marshall, Pascal Marshall, wunderbare Lieder. Auch Lieder wie My Way zum Beispiel. Also nicht nur Tralala und Hopsasa. Und dann die neue CD, das neue Album. Da muss man sich erst ein bisschen anfreunden. Gell? Ich habe alles gesungen. Von der Opernarie bis hin zum einfachen Liedchen wie Schöne Maid. War mein größter Erfolg. Aber ich habe mich schnell daran gewöhnt, weil ich bin da jetzt inzwischen 80, als kennt die Sorgen der älteren Mitmenschen, Mitbürgern. Und habe gesagt, das machst du jetzt nochmal. Die Karten neu mischen und die Trümpfe verteilen. Dabei könnten Sie sich ganz entspannt in Baden-Baden zurücklehnen, dort das Leben kann ich genießen. Doch, nee? Nein, kein Künstler kann das. Ich möchte erinnern an Johannes Heesters, der war schon weit über 100. War noch im Fernsehen zu sehen, dann vorhin Arturo Rubinstein, einer der größten Pianisten, hat mit 95 noch konzertiert weltweit. Das heißt, dann haben Sie noch also ein paar Jahre vor und man redet natürlich ungern darüber, aber Sie tun es ja durchaus, sich mit dem Alter und auch dem Tod beschäftigen. Der schönste Tod wäre für Sie auf der Bühne vom Blitz erschlagen. Und er wird natürlich ignoriert von mir schon seit eh und je, weil wir kommen nicht umhin. Das ist ein Weg, den wir alle gehen. Und daran kann man sich gewöhnen. Ich möchte gratulieren von dieser Stelle aus meinem Freund Gotthilf Fischer. Der ist 90 geworden. Und das sind für mich Vorbilder. Also eines Tages komme ich dann mal wieder hierher zum Interview als 90-Jähriger. Und im Übrigen wurde meine Mama, die wurde weit über 90. Und mein Hausarzt hat mir die Gene 100% bestätigt, dass ich Mamas Gene habe. Also auch die Chance, so alt werden zu dürfen. Weil Sie Ihre Mama ansprechen, ich glaube, ein Punkt war auch bei Ihnen, gerade in der ganz frühen Karriere als Kind, dass die Erziehung maßgeblich auch dafür war, mit Disziplin und Fleiß auch zu arbeiten. Also nicht nur das zu nehmen, was einem in die Wiege gefallen ist. Ja, das war damals einfach so. Wir sind konservativ erzogen, zwei Brüder noch von mir und wir durften Klavier spielen lernen. Sie durften? Ja, klar. Das war ja nicht. Aber an jedem zweiten Haushalt stand ein Klavier. Mhm. Die Jugend wurde ganz, ganz früh mit der Musik in Verbindung gebracht. Der eine hat Klarinette gelernt, der andere Trompete, wie auch immer. Ich durfte Klavier lernen, habe dann Geige gelernt und wollte Geiger werden. Ich habe 2 Jahre nach der ersten Geigenstunde schon ein Haydn-Konzert gespielt in Baden-Baden. Aber dann kam Gott sei Dank eines Tages ein wahnsinniger Film, der große Caruso mit Mario Lanza in der Titelrolle. Und da war ich so begeistert und habe die Geige an den Nagel gehängt und habe gesagt, ich will fortan singen. Das heißt, nicht nur als Freizeitvergnügen, sondern relativ früh schon klar, dass das eine Profession werden wird. Absolut. Jetzt grundsätzlich betrachten Sie vieles auch mit einem Augenzwinkern. Und wer schlechter Laune ist, setzt sich Ihnen gegenüber und bekommt gute. Und deswegen gehen Sie auch mit diesem Alter, mit diesem Titel, mit diesem neuen Album auch entsprechend humorvoll um. Wir hören mal rein in einen Song und dann habe ich gleich mal eine Frage. Ich wollte nur sagen, bleibt mal nicht anders übrig. Das ist richtig, aber gut umgesetzt. Hier der Song beispielsweise, seit ich Rentner bin. Jeder Tag hat zu wenig Stunden. Im Job war mir das egal. Jetzt dreh ich die
Jogging-Runden, noch im Mondschein 100 Mal. Seit ich Rentner bin, schalalalala, kommt der Wolder. Und Toni Marshall fängt gleich an, hier sich zu bewegen und freut sich selber. Aber dieses Thema kenne ich auch von meiner Großmutter, Gott hab sie selig, dass im Rentenalter auf einmal irgendwie einem die Zeit wegläuft und der Tag noch voller ist als vorher. Können Sie das bestätigen? Ja, ja, natürlich, absolut, ganz klar. Man darf keine Angst haben vor dem Ende. Mhm. Haben Sie nicht? Nee, überhaupt nicht. Null. Ich habe gesagt, meine Philosophie besteht aus 2 kleinen Worten. Glück oder Pech. Reicht vollkommen aus. Wenn man damit fertig wird und sich auch permanent auseinandersetzt, kann gar nichts passieren. Wie will man dem Ende entkommen? Geht nicht. Das geht nicht von der Geburt. Hat mal einen wunderbaren Satz gesagt. Das letzte Hemd hat keine Taschen. Und das hat heute noch Gültigkeit. Also, was soll's? Sagt Toni Marshall. Sie müssen mir aber noch erzählen, was Sie da gerade eben in der Küche gemacht haben. Wieso haben Sie das in der Küche verortet? Sind Sie privat oft in der Küche auch? Ich wollte gar nicht in die Küche. Das hat der Redakteur von mir verlangt und der Regisseur. Wir brauchen jetzt ein Bild, einen Beitrag aus der Küche. Das war da, wo ich meinen Geburtstag gefeiert habe. Mhm. Das haben wir gemacht. Und ich bin dabei immer diszipliniert. Das nennt man dann später, das macht er profihaft. Also, und da liegt mir viel dran. Nur das Umweltküche, das ist im Moment für mich zu viel, denn seit Jahren sieht man ja nur noch bei euch im Fernsehen Küchensendungen rauf und runter. Ja. Das ist auch ein Grund, weshalb ich so großen Wert auf dieses Album lege. Mal eine kleine Abwechslung täte uns gut. Wir haben über 40 Millionen ältere Menschen bei uns im Lande. Und die haben auch ein Recht, musikalisch bedient zu werden. Und die hat man vernachlässigt in den letzten Jahren. Deswegen tun Sie für diese was mit 80 Jahren jung. Toni Marshall, vielen Dank für den Besuch bei uns in der Landesschau. Hat mich sehr gefreut. Und alles Gute für die weiteren Termine.